Maske auf in Bus und Bahn. Im öffentlichen Verkehr gilt bundesweit eine Maskenpflicht. Doch nicht jeder hält sich dran, manche aus Vergesslichkeit, andere ganz bewusst. Das Ding ist, ich vergesse es manchmal wirklich. Also ich mache es nicht mal, um die zu ärgern. Ich kann mich nicht daran gewöhnen, ganz einfach. Ich ärgere mich jeden Tag über Leute, die die Maske nur halb über die Nase ziehen oder gar keine Maske tragen. Zur allgemeinen Verunsicherung tragen auch die extrem unterschiedlichen Bußgelder der Bundesländer bei. So gibt es für Maskenverweigerer in Bremen, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und im Saarland keine Konsequenzen. In 11 anderen Bundesländern steigern sich die Strafen auf bis zu 250. In Berlin kann es im Höchstfall sogar bis zu 500 Euro kosten. Schluss machen mit dem Flickenteppich will nun eine vom Verkehrsminister eingesetzte Arbeitsgruppe, die ab sofort ein ländereinheitliches Bußgeld prüfen soll. Wir haben uns heute aber nicht festgelegt auf eine Höhe, weil in der nächsten Woche ja Gott sei Dank, und das war auch eine Bitte und Forderung von mir, eine große Runde wieder stattfinden wird zwischen den Ministerpräsidenten und der Kanzlerin. Aber auch durch verschärfte Kontrollen soll die Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr durchgesetzt werden. So will Nordrhein-Westfalen am kommenden Montag eine landesweite Kontrollaktion starten mit harten Konsequenzen für Totalverweigerer. Die Bundespolizei wird all jene, die sich nicht dran halten, an zentralen Umsteigebahnhöfen überall im Land in Empfang nehmen, um dann eben auch notfalls Bußgelder auszusprechen. Nach dem Corona-Einbruch im März/April ist die Auslastung von Bus und Bahn inzwischen wieder auf etwa 2/3 des Normalzustands angestiegen, wird sich mit Schulbeginn in den einzelnen Ländern weiter steigern. Daher sei man auf die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen noch stärker als bisher angewiesen.